Der synodale Weg, meine lieben Mitchristen, so lautet das Oberthema unserer diesjährigen Fastenpredigtreihe des Prämonstratenserkonventes von Magdeburg. Und ich darf heute mit Ihnen Überlegungen anstellen zum ersten Thema Mitbestimmung und Demokratie und das in der Kirche. Zwei Geheimnisse im sogenannten trostreichen Rosenkranz fielen mir in den letzten Wochen zu unserem Thema auf. Einmal Jesus, der als König herrscht, und Jesus, der in seiner Kirche lebt und wirkt. Jesus, der als König herrscht. Kann man daraus Rückschlüsse ziehen, dass die Kirche wie eine Monarchie hierarchisch verfasst sein müsse und ihre Vorgesetzten quasi absolute Herrschaft ausüben? Dafür spräche ja, dass der Priester nach katholischer Tradition in Person Christi etwa die Messe feiert. Steht aber dann nicht das verheißene Wirken Jesu in seiner Kirche im Gegensatz zu Demokratie und Mitbestimmung in der Kirche? Ist das nicht ein Widerspruch dann? Andererseits gilt aber doch auch das Wort Jesu: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Gehören nun Macht und Gewalt im Sinne von Entscheidungsgewalt und Weisungsbefugnis überhaupt in die Kirche? Wie kommen wir aus diesem doppelten Dilemma heraus? Nun, vielleicht mit einer ganz praktischen Überlegung. Dazu ein Erlebnis, das schon viele Jahre zurückliegt. Ein Schweizer Kollege, der eine Stelle in Deutschland angetreten hatte, beklagte sich, verärgert sogar, über die Unfreundlichkeit der deutschen Behörden. In der Schweiz verhalten die sich ganz anders. Da sind nämlich Beamten nicht auf Lebenszeit ernannt, sondern müssen alle 5 Jahre verlängert werden. Ich wandte ein, dass das doch für die Beamten eine große persönliche Unsicherheit bedeute. Er widersprach: Nein, in der Schweiz werden 99,2% aller Beamten verlängert. Ich fragte, wo denn dann der Unterschied zu Deutschland liege. Er antwortete: In der Schweiz sind die Beamten viel freundlicher. Worauf will ich hinaus? Bei der Diskussion um Demokratie und Mitbestimmung in der Kirche geht es darum, dass die Kirche besser wird, zum Beispiel freundlicher ist. Und wenn dazu eine Veränderung der Macht- und Entscheidungsstrukturen dienlich ist, müssten wir sie im Interesse der Sache doch angehen. Schauen wir uns die kritischen Themen Demokratie und Mitbestimmung also einmal genauer an. Als gelernter Wessi meines Alters habe ich übrigens über Jahrzehnte die engagierte Diskussion über mehr Demokratie in Staat und Gesellschaft und mehr Mitbestimmung in Wirtschaftsunternehmen und Verwaltungen intensiv verfolgt. Als mit den Studentenruhen schon 1968 und dem Motto »Mehr Demokratie wagen« 1969 in der Politik der alten Bundesrepublik diese Forderung aufkam, waren auch manche sehr besorgt, dass mehr Demokratie im Staat und mehr Mitbestimmung in den Unternehmen beiden schaden könnten. Wir wissen heute, dass das nicht der Fall ist. Mehr Demokratie in Staat und Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Denken Sie an manche Bürgerbegehren, und das nicht zum Schaden. Für Wirtschaft und Unternehmen ist das nicht so leicht zu beurteilen, aber immerhin konnte man vor einigen Tagen von einer Studie lesen, die zeigt, dass Unternehmen, in denen ein höherer Grad an Mitbestimmung der Mitarbeiter herrscht,
erfolgreicher sind als solche mit weniger oder ohne Mitbestimmung. Der Grund dafür ist, dass Mitarbeiter wie Mitbürger sich natürlich um den Erfolg des staatlichen Gemeinwesens oder auch ihres Unternehmens kümmern, weil darin ja ihr Wohlstand und ihre Arbeitsplätze hängen. Die Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat werden kaum einen untüchtigen Chef wählen, der das Unternehmen ruiniert. Jedenfalls seit die Zeiten des Klassenkampfes auch bei den Gewerkschaften vorüber sind. Sie werden vielmehr diese Arbeitnehmervertreter im mitbestimmten Aufsichtsrat ihr Wissen in Entscheidungen einbringen. Demokratie und Mitbestimmung nutzen so der Gemeinschaft. Dies vorausgeschickt, schauen wir einmal auf unsere Kirche. In ihren Dokumenten spricht sich unsere Kirche klar für die Mitbestimmung in Staat und Gesellschaft aus. In ihrem eigenen Kirchenrecht hat sie teilweise auch Mitbestimmung in den Gliederungen der Kirche geregelt, insbesondere in den Orden. Aber wie schaut es im Kernbereich, in den Bistümern und Pfarrgemeinden und im Vatikan aus? Dazu müssen wir ein wenig nachdenken und den sogenannten synodalen Weg genauer ansehen. Der synodale Weg. Was haben die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken damit gemeint? Nun, synodal kommt natürlich von Synode, also einer Versammlung in der Kirche, in der bestimmte Amtsträger und bestimmte gewählte, delegierte, stimmberechtigte Mitglieder sind. Auch ein Konzil wird daher als Synode bezeichnet. Seit dem in der Bibel belegten Apostelkonzil vor 2000 Jahren gibt es also synodale und insofern demokratische Strukturen schon in der Kirche. In heutiger Sicht ist natürlich die Frage, wie die Delegierten für eine Synode einerseits und die Amtsträger wie Pfarrer und Bischöfe andererseits gewählt werden könnten und von wem. Damit sind wir bei einer Frage, um die es bei dem Forum Macht und Gewaltenteilung in der Kirche gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag in der Kirche geht. Was bedeutet das alles in unserer Kirche, unserem Bistum, unseren Pfarrgemeinden, Kolpingfamilien und ähnlichem mehr? Nehmen wir als Antwort das Wort selbst Demokratie. Es bedeutet übersetzt Herrschaft des Volkes, denn es ist eine ganz praktische Idee. Sie geht davon aus, dass so etwas wie Herrschaft, man kann auch sagen Macht- und Gewaltausübung zur Organisation der Abläufe in einer menschlichen Gemeinschaft notwendig ist. Sonst bricht Chaos aus und der Laden bricht zusammen. Aber wie geht das? In der europäischen Geschichte hat sich in den letzten 250 Jahren, insbesondere in den katastrophalen Jahrzehnten zwischen 1933 und 1989, herausgebildet, wie man damit erfolgreicher umgehen kann. Nämlich durch Demokratie und Herrschaft des Rechts. Man kann auch sagen, Mitbestimmung und Rechtsstaat. Das gilt auch in der Kirche als menschlicher Gemeinschaft, die eben nicht nur jedes auftretende Problem in geisterfüllter, freundlicher Gemeinschaft lösen kann, sondern auch für die alltägliche Routine Spielregeln braucht und jemanden, der diese umsetzt und zur Not durchsetzt.
Das haben bereits die Christen in den ersten zwei Jahrhunderten lange diskutiert und gewissermaßen demokratisch in einem längeren Prozess entschieden, wenn sie auch andere Versammlungsstrukturen gehabt haben mögen als wir heute. Und soweit wir wissen, haben sie sich dabei auch ziemlich gestritten, bis dann eine Entscheidung herauskam. Ich habe gerade das Wort Spielregeln benutzt. Spielregeln sind auch Recht. Bei Recht denkt man an Gerechtigkeit und Rechtsstaat. Recht muss nämlich immerhin darauf überprüft werden, ob es der Gerechtigkeit in unserem Fall der Kirche und Gemeinde dient, der Allgemeinheit eben. Man muss sich darüber immer wieder Rechenschaft geben. Und damit müssen wir einfach ein unangenehmes Thema ansprechen. Fehlentscheidungen der gewählten Amtsträger und den Missbrauch von Macht und Weisungsbefugnis. Reden wir nicht lange drum herum. Der ganze synodale Weg ist vor allem deshalb auf den Weg gekommen, weil das Thema des sexuellen Missbrauchs in der Kirche, in Deutschland und auch weltweit die Kirche zutiefst erschüttert und in Frage gestellt hat. Dabei geht es insbesondere um den Missbrauch durch Amtsträger der Kirche, Priester, Diakone, ja Bischöfe und Kardinäle, allerdings auch Gemeindereferenten, Jugendleiter, ehrenamtliche Leiter im Jugendbereich. Ihnen allen ist nämlich gemeinsam, dass sie eine gewisse Machtstellung, Entscheidungskompetenz und Einfluss unterschiedlicher Art durch ihre Tätigkeit zugewiesen bekommen haben oder auch durch ihre Weihschein. Und es geht darum, dass es nach wohl allgemeiner Ansicht darüber keine angemessene Kontrolle gegeben hat. Kontrolle hört sich natürlich in der Kirche nicht schön. Damit ist aber auch nicht die Art der Stasi oder der Inquisition in der Kirche gemeint, sondern es geht um zwei ganz andere Dinge. Das eine ist demokratisch legitimierte Kontrolle durch Gremien und Instanzen, denen gegenüber jeder, der ein Amt mit Macht und Weisungsbefugnis ausübt, rechenschaftspflichtig ist. Und zwar so wirksam rechenschaftspflichtig, dass er sich dieser Pflicht und der darin automatisch angelegten Kontrolle nicht entziehen kann. Und der zweite Weg ist die Kontrolle über eine gerichtliche Überprüfung, was darin besteht, dass man gegen Entscheidungen eines Amtsträgers oder einer Instanz den Rechtsweg beschreiten kann. Das heißt, ein Gericht anrufen. Ganz normal. Damit haben wir zwei Themenbereiche identifiziert. Demokratische Ämterbesetzung und Kontrolle der Amtsführung einerseits und Überprüfung möglicher Fehlentscheidungen auf dem Rechtsweg andererseits. Gibt es hierfür nun realistische Möglichkeiten der Reform und der Umsetzung? Ich fange einmal beim zweiten Thema an, weil es mir einfacher und zügiger umzusetzen zu sein scheint. Gibt es eigentlich Gerichte in der Kirche? Könnte es sie geben? Einige von Ihnen werden sofort an die Ehegerichtsbarkeit der Kirche denken. Solch ein kirchliches Gerichtswesen könnte man sich auch als Verwaltungsgerichtsbarkeit denken und einführen, sogar für Streitigkeiten zwischen kirchlichen Gruppen einerseits als eine Art Zivilgerichtsbarkeit und andererseits eben für Entscheidungsfragen der Kirchenverwaltung. Seit dem Mittelalter haben wir mit der Ehegerichtsbarkeit Erfahrungen. Und damals gab es auch schon eine weitergehende Gerichtsbarkeit als heute,
zum Beispiel in Streitigkeiten zwischen Bischöfen und Klöstern. Der Sitz dieser Gerichte war jeweils beim sogenannten Metropoliten, also dem Erzbischof einer Kirchenprovinz. Damit könnte ich gegen die Entscheidungen eines kirchlichen Gremiums, die mich betreffen, klagen bzw. Widerspruch einlegen. Dann wird immer gefragt, wer soll aber die unabhängigen Richter dafür einsetzen? Nun, es müsste halt ganz einfach wie im staatlichen Bereich sein, wo ein Richter, wenn er es ist, immer Richter bleibt, ihm niemand hineinreden kann und der Justizminister ihn zwar ernennt, aber nicht in seine Entscheidungsfindung hineinregieren kann. Das funktioniert im Staat ja leider nicht gut und zum Beispiel könnte der Bischof und Erzbischof die Ernennungen vornehmen. Dann kommt auch die Frage gelegentlich auf, ob die Richter nicht Geistliche sein müssten, weil sie auch über Geistliche urteilen. Auch darin kann ich kein wirkliches praktisches Problem erkennen. Man könnte ja zum Beispiel gemischte Gerichte einsetzen, damit kein falscher Eindruck entsteht. Aber um festzustellen, ob etwas gemäß des kirchlichen Rechts entschieden worden ist, brauche ich prinzipiell keine Weihe, sondern kirchenrechtlichen Sachverstand. Nun aber zum ersten Thema. Wie kann die Besetzung von Ämtern und die Kontrolle der Amtsführung demokratisch organisiert werden? Sollen die Bischöfe und Pfarrer gewählt werden? Nun könnte ich mich damit aus der Affäre ziehen, dass ich darauf verwiese, dass bedeutende Bischöfe etwa zur Zeit von Augustinus und Ambrosius vor mehr als 1500 Jahren in der Gemeindeversammlung gewählt worden sind und dass in den alten Orden, wie etwa den Prämonstratensern, wir unsere Äbte demokratisch und sogar auf von uns bestimmte Zeit wählen, was beides gar nicht so schlecht funktioniert hat. Ähnlich wie beim amerikanischen Präsidialsystem mit einmaliger Wiederwahlmöglichkeit. Aber ich will mich statt auf die Vergangenheit zu verweisen, der heutigen Realität einer weltweiten Großkirche nähern. Da könnte man sich die Erfahrungen der evangelischen Kirchen anhören, die ja synodal und insofern demokratisch verfasst sind und in der teilweise Pfarrer und jedenfalls die Bischöfe immer und auf Zeit gewählt werden. Die Bischöfe von einer Synode, von wiederum gewählten Delegierten. Das wäre ähnlich der Struktur unserer Bistumsräte und der sie wählenden Pfarrgemeinderäte. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch spannender wäre, Mitglied eines solchen Pfarrgemeinderates zu werden. Bei den deutschen Bischofsbesetzungen gibt es übrigens durch die Konkordate mit dem Staat schon vage Elemente einer örtlichen Mitwirkung. Interessanterweise sowohl aus der Kirche wie von außerhalb seitens der Landesregierung. Wenn man in den letzten Jahren oft vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen spricht, dann müsste man das jedenfalls auf die Mitbestimmung bei der Auswahl geeigneter Kandidaten für die Ämter, auch die Weiheämter in der Kirche, anwenden. Natürlich müsste man die Besonderheit der katholischen Kirche berücksichtigen, dass es das universelle Papstamt gibt. Vielleicht könnte der Papst so eine Art Vetorecht haben, wie bei uns der Bundespräsident etwa bei der Unterschrift unter Gesetz. Ein weiteres Thema wäre die Rechenschaftspflicht von Amtsträgern, sei es Bischöfen, Priestern, Diakonen, sei es Pastoralassistenten und Gemeindereferenten über ihre Amtsgeschäfte.
Bisher gibt es nur eine Visitation von oben nach unten und einen immerhin aber noch schmalen Bereich der Finanzüberwachung von unten nach oben in den Kirchenvorständen und im Diözesankirchensteuerrat. Hier könnte man aus den üblichen Standards der Gesellschaft, man denke etwa an Wirtschaftsprüfungen und Rechnungshöfe, lernen und das eine oder andere übernehmen. Ich wage sogar davon zu träumen, dass man dann so etwas wie Kosten-Nutzen-Abwägungen bei finanziellen Ausgaben beginnen und sich über die pastoralen Wirkungen des finanziellen Handelns systematisch Rechenschaft geben würde. Sie merken, ich gerate fast ins Träumen. Aber solche Träume sind wichtig, damit wenigstens ein Teil von ihnen in Erfüllung geht. Und zwar bald, sehr bald. Deshalb setze ich große Hoffnungen in den synodalen Weg. Ich würde aber auch nicht aufgeben, wenn im ersten Schritt noch sehr wenig gelingt. Zum Schluss noch eine Bemerkung. Man muss in Rechnung stellen, und das ist auch eine Frage der Nächstenliebe, dass Menschen sich nicht von heute auf morgen umstellen und in neue Rollen einfinden, die völlig verschieden sind von dem, wofür sie einst angetreten sind. Da muss man sich gegenseitig sicherlich eine Übergangszeit einräumen. Denken Sie nur daran, wenn Pater Andreas, Pater Ulrich, Pater Michael und ich plötzlich hier stünden und wir Wahlkampfreden halten müssten, wer Pfarrer wird. So einfach wird es nicht gehen. Aber was die Übergangsfrist angeht, so gilt das nicht, wenn es um Verhinderung von Unrecht, gar von sexuellem Missbrauch und anderem Missbrauch der Macht der Amtsstellung geht. Alles, was dessen Verhinderung dient, kann gerechterweise im Hinblick auf die möglichen Opfer nur sofort geschehen. Bedenken wir also vielleicht einmal öfter das Wort Jesu: Bei euch soll es nicht so sein. Und bedenken wir dabei zuversichtlich das erwähnte Rosenkranzgeheimnis. Jesus, der in seiner Kirche lebt und lebt.